Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, ich begrüße Sie und die beiden Trainer hier vorne recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Montagsspiel in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Vor 3.679 Zuschauern haben wir den 3:0 Heimerfolg des FSV Zwickau gesehen und wir hören nun zunächst die Einschätzung der beiden Trainer. Und da hat wie gewohnt der Gästetrainer das erste Wort. Florian Schnurrenberg, bitte. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir wussten, dass wir heute auf eine Mannschaft treffen, die uns sicherlich ein bisschen früher anlaufen würde, wie sie zuletzt getan haben. Haben ein bisschen was verändert. Hatten wir in der Anfangsphase Probleme, uns rauszuspielen, wie wir es vielleicht geplant hatten. In der einen oder anderen Szene danach haben wir dann ganz gut gemacht und ich glaube, haben wir vielversprechende Situationen gehabt, zumindest mal bis zum 16er, wo wir den letzten Pass nicht spielen. Dann ist die erste Torsituation, wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen, bei Chips Binakay, der auf Tor schießen will. Und ich glaube, Antonic ist mit der Hand am Ball. Da hätte uns heute sicherlich gut getan, wenn wir den Elfmeter, der für mich dann einer ist, bekommen hätten. War dann nicht so. Nochmal, ist auch immer schwierig. Die Regelung generell finde ich sowieso nicht so interessant, weil wir letzte Woche nur einen ähnlichen Elfmeter gegen KSC bekommen haben. So viel bis dahin. Dann geraten wir in Rückstand aus einer Situation. Ich glaube, Julian Leist ist bei uns, der den Ball unglücklich verlängert. Und dann ist Reinhard da zur 1-0-Führung. Dann nehmen wir uns viel vor in der Halbzeit, weil wir einfach nicht ganz zufrieden waren, wie wir gespielt haben oder wie wir zu Ende gespielt haben. Kommen gar nicht ganz so schlecht raus. Und dann muss man eins sagen, spätestens mit dem zweiten Tor, nach einer Standardsituation ist dann Zwickau die klar bessere Mannschaft gewesen. Viel, viel aggressiver in den Zweikämpfen wie wir, haben uns dann auch den Schneid abgekauft. Das dritte Tor verteidigen wir dann natürlich nicht gut. 1-2 am Flügel, dann ist der Rückraum frei und kriegen das dritte Tor. Vielleicht auch dem geschuldet, weil die Mannschaft einfach nach dem 0:2 das Gefühl heute nicht mehr hatte, hier zurückkommen zu können. Und dann müssen wir am Ende, ja, so fair sein, dass wir völlig verdient verloren haben aufgrund der zweiten Halbzeit und müssen uns jetzt wirklich schütteln. Haben nur kurze Zeit bis Freitag, weil wir zwei sehr, sehr schwere Heimspiele haben. Die Enttäuschung ist heute groß, müssen jetzt gut analysieren, was wir falsch gemacht haben und was wir dringend verbessern müssen und wollen. Dabei wird uns Basti Bösel fehlen, der die fünfte gelbe Karte gesehen hat, wo ich sagen muss, heute sicherlich nur ein Aktivposten bei uns war. Und dann wäre es sehr, sehr wichtig, wenn wir aus den beiden schweren Heimspielen noch Punkte holen können. Euch nochmal Glückwunsch zum Sieg und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Joe, deine Einschätzung bitte. Also, ich finde es immer schwer, halt so nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel, so ein Spiel zu analysieren. Aber alles das, was Florian gesagt hatte, ist auch stimmt. Wir hatten in der ersten Halbzeit nach der guten Anfangsphase halt wirklich knifflige Situation, die wir überstehen müssten. Ich habe die Elfmeter-Szene bzw. das Handspiel nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Wir haben auch einen Handelfmeter gegen uns gepfiffen bekommen, was halt fragwürdig war, letzte Woche gegen 1860. Wir sind ja glücklich, dass wir halt einen Elfmeter nicht gegen uns gepfiffen bekommen haben. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Natürlich ein Tor in der ersten Halbzeit tat uns sehr, sehr gut, aber kam raus aus der Halbzeit, da haben wir vielleicht im Hinterkopf gehabt, dass wir halt in der Vergangenheit ja, diese Führung abgegeben haben und deswegen halt nicht so klar direkt nach der Halbzeit gespielt, wie wir es uns wünschen. Und dann durch diese Standardsituation, was halt zum 2-0 geführt hatte, haben wir die Sicherheit gehabt. Und mit dieser Sicherheit im Rücken spielen wir halt wirklich ordentlichen Ball. Aber uns muss klar sein, dass jedes Spiel halt sehr, sehr eng wird. Dieses Ergebnis 3-0 spiegelt nicht unbedingt halt Spielverlauf. Aber ich glaube, es ist ein verdienter Sieg gewesen, aber in der Höhe ist halt eine andere Geschichte. Wir haben halt in den nächsten zwei Wochen zwei Auswärtsspiele, zwei ganz schwere Auswärtsspiele und deswegen müssen wir halt bis Samstag halt uns gut regenerieren, wenn wir halt in Münster was holen wollen. Aber die Jungs sollen es halt heute Abend genießen, aber letztendlich ab morgen geht es halt Blick Richtung Münster, sodass wir halt diese Hinrunde gut abschließen. Vielen Dank, Florian, dir alles Gute und deiner Mannschaft. Auch dir vielen Dank für deine Einschätzung. Nun ist wieder Zeit für Ihre Fragen. Bei Bedarf würden wir Ihnen das Mikrofon reichen. Gibt es Fragen? Dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine angenehme Heimreise. Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns dann erst im neuen Jahr wieder. Für diese Woche sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke.